Die Ärztin Christina Hähnel wurde verurteilt. Die Strafe 6.000 Euro. Die Begründung: vermeintliche Werbung für Abtreibung auf ihrer Homepage. Die Rechtsgrundlage: Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs. Ärztinnen und Ärzte wie Christina Hähnel wollen den Paragraphen 219a abschaffen. Christina Hähnel steht dafür am Pranger und wird kriminalisiert. Juristisch ist dies fragwürdig, findet auch Professorin Maria Versich, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Das ist ein Paragraph, der hat ja eine lange Geschichte. Er wurde ursprünglich eingeführt in der Nazizeit. Er wurde bewusst beibehalten durch die Reformen des Abtreibungsrechts in den 70ern, auch in den 90er Jahren. Nun kann man sagen, die Welt hat sich seitdem sehr verändert. Wir haben das Internet, wir haben freien Informationsfluss und wir haben auch eine deutliche Stärkung der Persönlichkeitsrechte seitdem. Und da kann man jetzt schon sagen, dieser Paragraph ist aus der Zeit gefallen. Auf Webseiten wie Babycoust aber dürfen selbsternannte Lebensschützer Ärzte beschimpfen, sie bedrohen und ihre Adressen veröffentlichen. Und das ist nicht strafbar. Immer weniger Ärzte nehmen noch Abtreibungen vor. Was aber ist überhaupt Werbung? Was ist Information? Ärztlichen Standesrecht ist die Werbung für Ärztinnen und Ärzte reguliert. Das heißt, sie dürfen nicht anpreisend oder vergleichend werben. Sie dürfen aber durchaus informieren über ihre Dienstleistungen, die sie anbieten. Ausnahme ist hier der Schwangerschaftsabbruch. Wenn man da sagt, diese Dienstleistung Schwangerschaftsabbruch biete ich an, dann ist man bereits im Bereich der Strafbarkeit des 219a. Und das ist einmalig für alle ärztlichen Dienstleistungen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist das schärfste Schwert des Staates, ist das Strafrecht. Und hier stellen wir also die sachliche Information bereits unter Strafe. Seit einem Jahr wollen einige Politiker diesen Paragraphen endlich abschaffen. Im Deutschen Bundestag gäbe es sogar eine Mehrheit für die Änderung des Strafgesetzes. Aber die SPD machte einen Rückzieher wegen des Koalitionsfriedens. Die zuständigen Minister hatten einen Kompromiss für Januar angekündigt. Das Werbeverbot für Ärzte soll bleiben, aber leicht reformiert werden. Nur wie? Die Konservativen sind auf dem Vormarsch, auch mit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Chefin. Sie betont, der Schutz des Lebens hat für uns Christdemokraten eine überragende Bedeutung. Der Kompromissvorschlag enthält verschiedene Punkte, unter anderem Informationspflichten für neutrale Stellen wie die Bundesärztekammer oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es soll wahrscheinlich Listen geben, wo sich Frauen neutral informieren können, wer die Dienstleistung anbietet. Christina Hähnel und viele Politiker lehnen diese mögliche Neuregelung als Mogelpackung ab. Denn auch dann geraten Frauen auf der Suche nach Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch auf die Seiten der Abtreibungsgegner. Und Ärzte gelten nach wie vor als Verbrecher. Wir brauchen eine Reform, die auf jeden Fall den Aktivitäten der sogenannten Lebensschützer einen Riegel vorschiebt. Dieser Paragraph wird missbraucht. Die Arbeit der Gerichte und der Staatsanwaltschaften wird missbraucht, um hier eine politische Auffassung durchzusetzen, die in der Gesellschaft überhaupt keine Mehrheit hat.